5 of my 6 day split. We did legs yesterday, so I'm staying well clear of them today. So we're going to be doing most things seated, giving that a rest, and we're going to be hitting chest today. I want to focus on the width of the chest, thickness, depth as well. To start with, we're going to do an incline bench. I'm going to do a warm-up set and then we're going to do 3 working sets. So I'll do the first one to show you, just get the blood into the muscle, show the form, and then Felix is going to go straight into doing the first working set. Heute werden wir die Brust etwas auseinandernehmen. Wir werden verschiedene Übungen gestalten, um die Brust aus verschiedenen Winkeln zu treffen. Ja, fangen wir an mit dem ersten Warm-up-Satz und dann stehen 3 working sets auf dem Programm. We're going to be going hard today because we've got a rest day tomorrow, so no holds barred, let's do this, okay? Yep. Da werdet ihr das Gewicht einfach so, dass ihr locker 15 Wiederholungen schafft, ohne dass ihr danach ermüdet seid oder wie gesagt, das war die letzte Wiederholung, die wir gerade noch so, sondern einfach 15 und dann aufhören, also ohne Versagen. Right, as that was the warm-up set, I did the 20 rep range just to get the blood pumping, blood into the muscle, ready for our working set next. So, erster Working Set. Das Gewicht haben wir jetzt nach dem Aufwärmsatz natürlich erhöht. Wir versuchen jetzt so 12 Wiederholungen anzupeilen, ohne Hilfe vom Partner, sondern ihr geht so weit, dass ihr Muskelbau also selber versagt. Right, this is Felix's first Working Set. So we're going to go for 12 reps. And I'm going to increase the weight and go even heavier. Good. Nice and control. Slow it down. Good. Yes. So, ich habe ja gerade gesagt, also wir machen den Satz ohne Hilfe vom Partner, aber trotzdem ist es natürlich gut, wenn euer Partner da ist, um euch vielleicht bei der letzten ganz bisschen zu helfen, aber jetzt nicht übertrieben die letzten 3 voll spotten, sondern nur leicht zur Unterstützung da sein, dann läuft es. The reason for doing incline barbell press first, for me anyway, I like to do any incline exercise for the chest first, just because it's a lot harder to grow the upper chest, so I want to target that first and put my all into that, so my glycogen levels are still full, so I can give my full energy into the top of the chest. We're going to be going now into the second working set, so we're going to be looking around the 10 rep range, then again going heavier and let's push it out. Der Grund, warum wir jetzt als erstes die Schrägbank machen, ist einfach folgender. Und zwar Schrägbank ist natürlich schwerer als Flachbank drücken und natürlich ist es auch heftiger. Und viele Leute haben Probleme damit, ihre obere Chest aufzubauen. Und deswegen legen wir jetzt mit der ersten Übung gerade den Fokus auf die Schwachstelle von vielen, auch von uns. Sehr gut, super. Und nehmen die Schrägbank als erste Übung. This is the third and final set. So I want to do a triple drop set, just so we leave nothing left in the tank. What we're going to do is we're going to start with 4 plates, then we're going to drop a plate off each time, and he's going to try and match them reps each time we drop in.
It's a great way of keeping the weight heavy, but at the same time keeping volume within your training. So, jetzt beim dritten Working Set machen wir einen Triple Drop Set, sprich wir werden das Gewicht auf beiden Seiten zweimal reduzieren, einfach um einen guten Mix zu fahren zwischen Kraft und Volumen. Wir werden von den Wiederholungen nicht so hoch gehen, unser Partner kann es richtig gut pushen, einfach um euch richtig auszupowern und an euer Limit zu gehen. Los geht's! Hopp! Hier! 1, 2, 3, gut! Oh, gut! As you can see, Felix has got nothing left in the tank, so we're ready to go on to the next exercise. So, jetzt steht die zweite Übung an. Wir machen jetzt Fliegende auf der Schrägbank und mir ist ganz wichtig, oder uns, dass ihr auch hinterfragt, warum machen wir das? Damit ihr später auch mal euer eigenes Workout zusammenstellen könnt, erkläre ich euch jetzt ganz kurz, was wir uns dabei gedacht haben. Also wir haben angefangen mit einer Drückübung, jetzt kommt eine Zugbewegung für die Brust, damit ihr da die verschiedenen Angriffspunkte habt. Und danach machen wir wieder eine Druckübung und dann wieder eine Zugübung. So haben wir immer die Abwechslung für den Brustmuskel und der Körper kann sich nicht dran gewöhnen. Ich fange jetzt mal an mit einem Gewicht, was relativ moderat ist, damit ich so 10 bis 12 Wiederholungen schaffe. Und dann erhöhen wir das natürlich wieder und machen 3 Sätze. Los geht's! Right, what I said is basically, we're going to be doing the second exercise, which we're going into a dumbbell incline fly. So this is going to be working individually, as opposed to a barbell, which you're using together. And this is designed for width within the chest. So again, you can get it for thickness, but this is mostly designed for thickness in your chest. Look how he keeps the dumbbell quite far away, so he's keeping a good stretch. He's always keeping it onto his chest. You can see his chest there, it's working brilliantly there. He's getting a good stretch. And at the top, he's getting a good squeeze. Perfect. Good. To get that extra squeeze, you can pull the dumbbell in slightly with its pinky just to get a better contraction and a better squeeze in between. Right, as it's my second working set, I've increased the weight now, and I just want to point out, when I'm coming up on the arms, when I come together, I'm trying to get my pinky at eye level. This basically puts more emphasis on the middle of the chest, and it gives me a better squeeze and a better contraction right at the top. Genau, was Ryan gerade noch gesagt hat, war, dass er hier versucht, seinen kleinen Finger auf Höhe von den Augen zu haben, einfach um nochmal den Fokus mehr auf seine obere Brust zu legen, um eine größere Spannung zu halten. Das sind so Tricks, die machen den Unterschied aus. Genau. Und auch immer schön wichtig hier oben, hier die Spannung halten. On the last two reps, you notice that I slowed it down. It's just to get a better contraction and to really fatigue the muscle, as I thought I had a bit more in me. So I just slowed it down and kept control a bit more just to time me out for those 12 reps. Now we're going on to the third set, which is going to be even heavier. Genau, jetzt letzter Satz, dritter Satz, geht nochmal an eure Grenze. Wenn euch hier zum Beispiel auffällt, während dem Satz, boah, das Gewicht ist mir etwas zu leicht, dann hört nicht auf und unterbrecht den Satz, sondern macht einfach den kleinen Trick, dass ihr die Bewegung verlangsamt und die Spannung richtig beim Runtergehen genießt, um eure Übung einfach schwerer zu gestalten. Und dann schafft ihr auch 1, 2 Wiederholungen wieder weniger. Perfect. We're going on to the next exercise, which is a flat barbell press.
We only did straight sets on here because we're gonna do triple drop sets on the next. Genau, wir sind fertig mit der Übung, die nächste Übung steht an. Flachbank drücken, los geht's. Okay, let's go. Go. As you can see, we're still sticking with the bench. So we're gonna do a flat bench as opposed to the incline now. This is targeting, for me personally, I like it because it's giving me a lot of depth within my chest. So we don't need to warm, because like I say, we've warmed up on the incline bench. We're just gonna go straight into first working set, which for me, this is relatively heavy, okay? Genau, also wir fangen jetzt gleich mal, wir machen gleich mal weiter mit der nächsten Übung. Flachbank drücken, wie ihr seht. Super Übung, um Kraft in der Brust aufzubauen oder Masse an die Brust zu bekommen. Hier können wir richtig heavy gehen. Wir brauchen keinen Aufwärmsatz, weil wir haben ja schon Übungen gemacht. Und gleich mit dem ersten schweren Satz beginnen. I've done 12 reps on there because I want to save my energy for the next time when we go even heavier. Genau Leute, zweiter Satz, Gewicht wurde erhöht. Wir machen jetzt 8 bis 12 Wiederholungen. Ryan wird mir ein bisschen um die Arme greifen, mir ein bisschen helfen bei den letzten Wiederholungen. Second working set, we're going for 8 to 10 reps. Good. Good. Good, come on, nice and strong. Good, perfect. Good forward. 6, good. Come on. Oh. Yeah, up to you. Come on, together. Oh. Good. And again, last one. Oh. Yeah, well done. Perfect. Right, we're going into the third and final set. So for me, this is quite a heavy weight, so I'm going to be looking to get 4 to 6 reps. I'm going to drop the weight, we're going to go again, try and match it or even more, and then again, we're going to drop it again and just get as many as we can out. So effectively, it's a triple drop set, okay? Genau, also wir machen jetzt nochmal ein Triple Drop Set, wie gerade eben auch schon bei den Incline. 4 bis 6 Wiederholungen im ersten Durchgang und dann schauen wir, was geht. So. Good set. As you can see, first set I got 6, second set I got 6, third I got 8. So although it's really heavy, we've still got the volume there, we've still got the reps out. The next chest exercise we're going to be doing is cable flies. So we're going to do 4 sets. The first 2 sets are going to be going straight down, getting thickness and lower chest. And then we're going to do 2 higher sets, just targeting the upper chest. Wir machen jetzt Fliegende am Kabelzug. Und zwar machen wir 2 Sätze hier unten. Einmal für die untere Brustmuskulatur, um dann den Fokus drauf zu legen. Und dann auf Brusthöhe die Fliegende, um nochmal auf den äußeren Brustmuskel den Fokus zu legen. Right, this exercise is good for width and depth, okay? Thickness. Contracting and squeezing.
So, das waren jetzt die ersten zwei Sätze hier vom ersten Teil der Kabelzüge. Wir haben das jetzt hier unten abgeschlossen. Jetzt kommen die Kabelzüge auf Brusthöhe, nochmal um den Fokus anders zu legen. Nochmal zwei Sätze. Ryan, fang an. It's your turn, Ryan. Okay. You start. Right, so we're going to do a lesson weight. And what we're going to do, we're going to go out now. So we're going to do the upper chest and the width as well for the upper chest. Genau, also der Fokus wird jetzt mehr auf die obere Brust gelegt, wenn wir die Kabelzüge hier auf Brusthöhe machen. Das Gewicht wird wieder etwas reduziert, weil es ein bisschen schwerer ist. Genau, und der erste Satz. Los geht's. Ja. Hier auch ganz am Ende der Bewegung immer schön wieder den Muskel squeeze, also nochmal anspannen, damit ihr es richtig schön spürt. Und ihr könnt natürlich auch über Kreuz greifen, dann könnt ihr ein bisschen leichter squeezen, also anspannen. Probiert es mal aus. Jetzt letzter Satz bei dieser Übung. Ah, normales Gehen. Ja, so. As this is the last exercise for the chest workout, we're going to do a superset, an overhead press with a normal press up to failure. So we're going to be going for, again, 10 to 12 reps, and then go straight into failure, so as many as you can get out there, leaving nothing left. Genau, wir sind jetzt bei der allerletzten Übung angelangt für unseren Brusttag. Wir machen jetzt noch Überzüge im Supersatz direkt mit Liegestützen, um uns nochmal auch richtig auszupowern. 10 bis 12 Wiederholungen bei der ersten Übung, bei der zweiten Übung machen wir einfach so viele Wiederholungen wie möglich sind. Always good to have a partner on here to bring the weight to him so he doesn't strain himself, okay? Notice how he still keeps the contraction at the top, so he's squeezing his chest at all times. He's getting that good stretch. He's keeping his lower half up as well, which again, there's more emphasis on his chest there. So, ohne Pause direkt in den Supersatz. So, zweiter Satz. Super. Genau, haltet immer die Spannung in eurer Brust, das heißt nicht zu weit nach vorne gehen. So bis hier ungefähr, dass ihr immer noch die Spannung habt. Super. Okay, jetzt letzter Satz, der dritte. Notice how he still keeps the contraction at the top, he's squeezing his chest at all times. He's getting that good stretch.
So, das war's für diese Übung und damit sind wir auch fertig mit unserem Brusttag. Yeah, yeah, this was day 5 of our training day, so tomorrow's class is a rest day. We have got something in store though, just to keep us going. We'll have to stay tuned for that one. See you there.